nicht mit uns. Die Schotten wollen den Briten nicht folgen, nicht raus aus der EU, kein Brexit und bereiten ein Unabhängigkeitsreferendum vor. Mit welcher Chance? Im Studio ist ZIP-Außenpolitik-Chef Andreas Pfeiffer. Wahlkämpfer gegen Wahlkämpfer, der Eklat zwischen dem türkischen Präsidenten Erdogan und Niederlands Premier Rutte nützt beiden. Am Mittwoch wählen die Niederländer. Überraschender Rücktritt. Nationaltorhüter Ramazan Özcan beendet nach 9 Jahren seine Karriere im ÖFB-Team. Aber warum eigentlich? Einen schönen guten Abend. Willkommen bei der ZIP 20. Ja, morgen soll es soweit sein. Dann will die britische Premierministerin Theresa May endlich offiziell die EU-Austrittserklärung nach Brüssel schicken und damit den berüchtigten Brexit einleiten. Das allerdings ruft jetzt noch einmal Schottland auf den Plan. Die Schotten wollen nämlich in der EU bleiben. Die Regierung kündigt heute an, ein Unabhängigkeitsreferendum abhalten zu wollen. Nach 9 Jahren seine Teamkarriere zu beenden. Mehr dazu dann in der ZIP 24. Ich freue mich auf ein Wiedersehen.